ist ja nochmal ein mega Strömungspunkt, ich sehe sie ja gar nicht. Die geht richtig ab. Mit Wellensimulation. Aber was für, guck mal, stehende Wellen, total geil, oder? Geht ab wie ein Moped. Naja. Die Zukunft. Ja. Herzlich willkommen bei Reversal Live TV. Hallo, hier ist der Björn. Christian. Ich bin der Christian. heute im Handel die Serie und in der Folge geht es um Wavemaker. Und was hast du mitgebracht? Die neue Aquamedic EcoDrift in der 4.0 Version. Die gibt es auch heiß. In anderen Versionen. In der 4.0, 8.0, 15.0 und 20.0. Das bedeutet 4.000 Liter, 8.000 Liter, 15.000 Liter und 20.000 Liter gibt es die. Die ist ganz neu auf den Markt gekommen. Die ist ganz neu. Die wurde auf der Interzoo vorgestellt 2014, wo wir waren. Und jetzt haben wir sie hier. Ja. Die ist im Moment noch sehr schwer zu bekommen, weil sie, wie gesagt, jetzt erst seit ein, zwei Wochen auf dem Markt ist. Jetzt schon heiß. Die schauen wir uns mal an. Ich habe es schon ausgepackt. So sieht's aus. Wohl. Wir haben einmal die Pumpe. Echt die ist ja niedlich. Mini klein. Das also ist ja echt eine winzige Bauweise. Hm. Macht schon mal guten Eindruck. Überall ja, gedämpft. Ist der passende Magnet dazu, der ist auch sehr klein. Vorsicht, Finger. Und den Controller. Und mit dem Controller könnt ihr verschiedene Funktionen machen. Die stellen wir euch gleich vor. Wie man sieht, ist auch ein riesen Kabel dran. Das ist auch sehr positiv. Kann man dann dekorativ ums Becken wickeln? Genau, also ihr könnt den Controller dann zum Beispiel in den Unterschrank hängen. Und dann habt ihr hier trotzdem nochmal so ja, fast 1,5 Meter, 2 Meter nochmal vom Controller zur Steckdose. Also genug Kabel, um das Ganze zu verbinden und ordentlich zu verlegen. Gut, hängen wir das Teil einfach mal ins Becken. Okay, auf dann. So, jetzt ist eingebaut, da seht ihr sie. Man kann sie eigentlich auch relativ gut verstellen, drehen in alle Richtungen, wie man will. Ja. Wir haben sie jetzt einfach mal so reingehängt. Und Björn zeigt euch gerade mal so ein bisschen den kleinen Controller. Der ist eigentlich ganz nett, weil die Knöpfe sind alle hinter einer Folie. Das heißt, man kann auch mal mit nassen Fingern drauf touchen, also drücken. Und hier über das Drehrad kann man eben auch noch was einstellen. Was? Das erzählt euch jetzt mal Björn. Genau, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Modien. Mit denen können wir die Pumpe verschieden laufen lassen. Jetzt im Moment haben wir es auf P100, das ist der Vollleistungsmodus, also es läuft jetzt mit 100% 4000 permanent. Liter pro Stunde. Genau, 4000 Liter pro Stunde. Und da können wir jetzt durchschalten. Ich drücke jetzt mal auf Mode. Also wir haben zwei Knöpfe. Einmal den Mode-Knopf, da können wir den Mode den Modi verstellen. Und einmal einen Speed-Knopf, da können wir im Wavemaker-Modus, zu dem wir gleich kommen, die Geschwindigkeit nochmal umstellen. Jo, gehen wir mal auf den nächsten. Das ist dann permanent 75. Das ist dann einfach mit weniger Leistung, mit 75%. Das Ganze gibt es dann nochmal mit 50%. Dann haben wir den W1-Mode, das ist die Wellenerzeugung, man sieht es auch schon gleich. Geht gleich schon rund. Ui, ich tue mal die Hand weg. Ja, der pulsiert jetzt quasi. Ja, ich wackele nicht am Tisch. Und den können wir jetzt nochmal differenziert einstellen in 100%, 75% oder 50%. Plus diesen Drehrädchen, da können wir jetzt die Frequenz von der Pumpe einstellen. Weil je nachdem, was für einen Aufbau ihr im Becken habt, vom Gestein her oder welche Form euer Becken hat, wie groß es ist, müsst ihr und auch wie viele Pumpen ihr habt, also es hängt von vielen Faktoren ab, müsst ihr die Welle quasi finden. Also die Frequenz, dass ja eine optimale Welle erzeugt wird. Und man sieht hier, wir haben jetzt ungefähr 100 Liter hier drin, hier geht es schon gut ab. Dann haben wir den W2, das ist im Prinzip so eine Art Sinuswelle, die erzeugt wird. Das heißt, die Pumpe beschleunigt langsam gleichmäßig und wird dann wieder gleichmäßig auch wieder langsamer. Und dann gibt es dann auch mal so einen Zackenmodus, nenne ich jetzt mal W3-Modus. Da geht es ganz schnell, wird sie schnell und wird dann langsam wieder langsamer. Also über die Zeit langsamer, langsamer. Und dann gibt es den letzten Modus, den Random-Mode, also einen Zufallsmodus. Da wechselt sie einfach mal querbeet durch, was es so kann. Also mal lange Bewegung, mal eine kurze Bewegung. Und dadurch bekomme ich natürlich auch eine sehr unterschiedliche Strömung im Becken, was dann die Möglichkeit gibt, dass auch mal alles verschieden durchströmt wird im Becken. Finde ich ganz gut. Dann haben wir noch zwei andere Funktionen, beziehungsweise eine andere Funktion. Wir können den Feed-Modus aktivieren, und das machen wir, indem wir den gelben Knopf gedrückt halten. So, jetzt leuchtet hier ein Lämpchen, 10 Minuten.
Jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, die Fische zu füttern, damit die durch die Strömung nicht das ganze Futter durchgeschleudert wird. Ja. Und nach 10 Minuten springt sie automatisch wieder an. Das ist schön. Ja. Gute Sache. Was das Modell leider nicht hat, das haben die anderen, die größeren Geschwister von der Pumpe, haben das. Die hat keinen Lichtsensor. Genau. Das heißt, die größeren Ecodrift-Pumpen, die haben einen Lichtsensor eingebaut und tun dann automatisch nachts, wenn es dunkel ist, die Leistung runter reduzieren. Dadurch spart ihr zum einen Strom, zum anderen wird sie ruhiger natürlich, weil dann die Pumpe leiser läuft. Und es ist natürlich dann genau ein bisschen weniger Action im Becken. Ja. Kann man benutzen, muss man es auch nicht. Nee. Ja. Aber wie gesagt, die 4.0er hat es nicht. Alles über ab der 8.0er, die haben dann die Lichtsteuerung mit drin. Das heißt, man kann von 50 bis 100% die Leistung variieren. Genau. So, das heißt, von 2.000 bis 4.000 Liter pro Stunde kann man die Literleistung sich raussuchen und braucht an Leistung 3 bis 10 Watt. Ja, das ist Standard, ist ein guter Wert. Ja. Kann man nichts sagen. Also man muss natürlich dazu sagen, eine stationäre Pumpe, die eine feste Drehzahl hat, die brauchen ein bisschen weniger, aber eben hier hat man eben diese Wave-Funktion. Ja, ist ja klar, dass sie mehr Strom, die muss ja immer wieder beschleunigen, genau. Bremsen. Das ist wie im Auto auch. Ist ja klar, dass sie dann mehr Strom verbraucht. Ja. Also allen ein sehr gutes Gerät mit vielen Funktionen. Zugegeben, sie hat eine sehr kompakte Bauweise und dadurch, wenn ihr sie im 100%-Modus laufen habt, dann ist sie hörbar. Also je nachdem, wo ihr es gerät, wenn ihr es neben der Couch stehen habt, dann wäre es eventuell sinnvoll, auf 75% runterzustellen, weil sie dann eben gerade, wie gesagt, die ist sehr kompakt. Ja, der Propeller, der dreht da gerade so um das Gehäuse drum, eben drin. Da entstehen dann schnell Geräusche. Deswegen macht es Sinn, dass man die eventuell. Ja, also gut, für kleine Becken. Ja, es kommt auch an, wo man es aufstellt. Es ist auch, hängt doch davon ab, was ihr für Geräuschkulissen sonst noch im Becken habt. Also wenn ihr einen Abschäumer neben dran stehen habt, dann hört ihr die wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Also, kommt immer drauf an, was ihr für eine Technik habt. Ja. Jo. Ajo, ja. Was kostet das gute Ding? Paar 70 Euro. Ja. Paar 70 Euro. Dann fängt die 4.0 an. Bitte? Dann fängt die 4.0 an. Finde genau. Ich, ist ein fairer Preis für ein deutsches Markenprodukt. Mit deutscher Garantie. Mit deutscher Garantie und mit dem Controller. Man kriegt auch alle Ersatzteile. Ja. Enorm. Und auch sehr günstig. Wir haben geguckt, so ein Magnetläufer mit Propeller kostet 2,55 oder so. Ja. Als Ersatzteil. Ja. Grandios. Das ist nichts. Ja. Das ist nichts. Das ist ja das eigentlich, was nur kaputt gehen kann. Ja. Aber auch alles andere, die Filterkoppen, sowas bekommt man auch einzeln als Teil. Magnet, alles. Netzteil. Auch ein Controller, falls der mal kaputt geht, kriegt man auch extra. Ja, super. Gut. Ich würde sagen, kurz und bündig, machen wir Schluss. Ja. Also, ein nettes Mail. Mehrmals live gecheckt. Wir sind gespannt, wie sich das verbreiten wird in der Szene. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.